Juli. Als ob ich 3 Tage durch. Ich habe ein Doppelkind. Was ist das? Eine Sutra-Pose oder was? Hallo, ihr Lieben. What's up? Willkommen bei einer neuen Folge von T. K. K. Heute sind wir zurück in unserer schönen Küche. Wir werden demnächst mal einen besseren Hintergrund suchen. Aber darum geht's nicht, sondern wir haben uns überlegt, wir kriegen nach jedem Wettkampf immer so ein paar Bilder. Richtig schöne Bilder. Ja, teilweise richtig schöne, aber teilweise auch, wo wir denken... Katharina hat sich 3 Bilder ausgesucht von ihren Top-Favoriten und ich habe mir 3 Bilder ausgesucht. Mal gegenseitig überraschen und unsere Reaktion dabei aufnehmen. Also, viel Spaß damit. Alles klar. Wer fängt an? Ich. Brunnen. Ich zeige schon mal einen kleinen Hint. Ich hatte das auch. Aber ich, okay. Mach. Was ist da passiert? Also da denkt man sich so, okay, wo ist der Kopf hin? Ist wohl ein bisschen verschwunden. Also ich finde, ich sehe schon gut aus. Ja, also man hat so 2 Teile in dem Bild. Gesicht so. Oben, ja, aber die Position im Allgemeinen, das passt alles. Und dann Kopf ist auf einmal unterm Rock verschwunden. Ich musste halt blind laufen in dieser Hebung. Hashtag blind. Hashtag wo ist Tim? Ja, oder so. Was hast du vorbereitet? I know. Oh yeah. Watch this beauty. Nebenbei bemerkt, ich weiß nicht warum, aber so viele Zeitungsartikel haben immer so komische Fotos, wo ich mir dann denke, ey, die Leute lesen das, ne, wie peinlich, dann sehen die mich so oder dann sehen die uns so. Das war unsere erste Saison zusammen, aber wieso nehmen die so ein Bild? Das geht ja noch, das sieht aus, als ob ich 3 Tage durch. So sieht das aus. Du siehst ja einfach so aus, als ob du gar keinen Bock hättest. Lippe hochgezogen, oh, ich muss noch weiterlaufen jetzt. Okay, der ist gut. Oh, den kenne ich gar nicht. Bei Katharina geht das meistens noch. Bei mir sind die Posen meistens so komplett daneben. Okay, das hat auch jemand benutzt, wovon wir auch nichts wussten. Und zwar dieses Schmuckstück hier. Oh, ja. Das hat die Sporthilfe gepostet. Da sieht man so richtig, dass es in diesem Moment, genau in diesem Moment, wo man gerade richtig abgehen will. Da fragt man sich manchmal, wofür stehe ich 2 Stunden vorm Wettkampf und mache meine Frisur und schminke mich oder auch Tim. Ja, okay, ich brauche keine 2 Stunden, bei mir dauert es 20 Minuten oder so. Guck mal, und deine Frisur? Aber wie was ist das? Hoch die Hände, Wochenende, das ist das. Guck mal, du hast einen Schweißfleck. Oh nein. Ich habe ein Doppelkinn. Wirklich diese Momente, wo man nicht möchte, dass Leute dich so sehen. Und dann noch das Hemd hängt auch noch halb aus der Hose. Was, Krawatte sitzt gar nicht. Da ist einfach alles, was schief laufen kann, ist da schief gelaufen. Negativbeispiel für ein Paar sollte schöne Linien haben, schöne gemeinsame Linien, total nicht getroffen. Tim hat mehr so die aktuelleren Bilder, ich habe die alten rausgegraben. Okay, da sieht man Tim nicht so gut, aber ich denke, das ist trotzdem ein schönes Foto. Was ist das? Wieso macht man da ein Foto? Eine Sutra-Pose oder was? So. Also... Der schlechteste Moment in diesem Trick, das war der Übergang zur Endpose von unserem Shortdance. Also extra Seite im Kamasutra-Buch, Hashtag TKSkate. Du bist dran, ne? Ja. Da ist deine Pose richtig schön. Ach so. Dieser Blick, was soll denn der bitte aussagen? Was ist das für ein Blick? Was ist denn das? Das ist so... Wieder einen guten Moment erwischt. Ja.
Finale. Hab meine Meinung geändert, das ist mein Favorit, genau richtig zum Ende, perfekt. Oh mein Gott. Also, beide Augen zu, dann sieht so aus, als ob du mir gerade eine Backpfeife geben willst. Genau, und Zunge ist bei mir die raus. Gesichter, die sagen so einiges. Ey, ja, aber nicht das, was irgendwie das Thema dieses Tanzes nicht war. Das, nicht das, was sie sollen. Ja, okay, das ist echt ein gutes Finale. Ich glaube, das ist Platz 1, oder? Ja, das ist... von, weil da sind beide Gesichtsausdrücke einfach mal beide. Also an alle Fotografen da draußen, sowas ist auch danke cool, auch für damit, diese Aufnahme. Damit wir das auch mal sehen, weil dann wissen wir, welche Position wir besser machen müssen. Wir haben was zu lachen. So, wir hoffen, ihr habt auch ein bisschen mitlachen können. Wir sind am Ende unseres Videos. Neues Format. Wir hoffen, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, dann smasht mal eine Runde den Like-Button nach oben. Lasst uns ein Abo da und wie immer, was noch? Glocke aktivieren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Wir sind Mittwoch in Amerika, fliegen nach Amerika, da wird auch ein neuer Vlog gedreht. Also bleibt dran und stay tuned. Wir sehen uns. Ciao. Ciao.